Ein Büschel Schilfhalme wächst aus dem stinkenden Sumpf. Ein kurzes, hohles Schilfrohr. Ein stabiler, überhängender Ast. Es ist recht zwecklos, einen hohlen Hals. Ich komme ja wohl nicht nahe genug ran, um den Pfeil in ihn reinzupieksen.
Das Ende des Schilfrohrs ist zu eng für den Pfeil. Das Ende ist sauber abgebissen. Jetzt weiß ich genau, was da drin wohnt. Ein langzahniges, knurrendes, pelziges Wildvieh. Der Pfeil passt genau in das Rohr. Prima, schon bin ich bewaffnet und gefährlich.
Der Schnauzenausdruck des Ebers sagt deutlich: Vergiss es, Stobbart. Ich sehe keinen Sinn darin, das Netz an die Kletterpflanzen zu knoten. Die Markierung lässt sich an so etwas Dickem wie dieser Kletterpflanze nicht befestigen. Die Markierung hängt fest am Netz. Ich sehe keinen Sinn darin, das Netz und die Markierung an die Kletterpflanzen unten am Felsen zu knoten. Keine Chance. Um da hochzukommen, müsste ich wohl erst von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen werden. Nö. Das sollte ich mir nochmal überlegen. Eine Felsnadel in der Mitte einer Lichtung. Das sieht nicht aus wie eine natürliche Felsformation. Plötzlich fällt mir Ketchs Logbuch ein. Denn steht es nicht geschrieben, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Das scheint mir jetzt irgendwie bedeutsam. Die Kletterpflanze löst sich vom Felsen, als ich daran ziehe. Ich sehe keinen Sinn darin, das Netz und die Markierung an die Kletterpflanzen unten am Felsen zu knoten. Die Kletterpflanze sieht mir nicht so aus, als würde sie mein Gewicht tragen.
Die Kletterpflanze fühlt sich unangenehm und fleischig an. Der Weg führt dahin, wo der Eber rumlief.